Mitte Februar ist der perfekte Zeitpunkt, um Paprika und Chili auszusäen. Diese beiden Pflanzen brauchen eine halbe Ewigkeit zum Keimen, deswegen sät man die schon so früh im Jahr aus, damit die in unseren Breiten überhaupt reif werden. Heute erzähle ich dir alles, was du wissen musst, um Paprika und Chili selber auszusäen und um kräftige Jungpflanzen zu bekommen. Bleib dran, denn jetzt geht's los. Paprika und Chilisamen keimen wirklich schlecht. Die lassen sich manchmal bis zu 3 Wochen Zeit, um zu keimen. Deshalb ist eine Direktsaat in Erde oftmals ein Glücksspiel. Manchmal keimen die, manchmal nicht, manchmal dauert es ewig und manchmal geht es schnell. Deswegen gibt es einen Trick. Wir lassen die kleinen Paprikasamen einfach vorkeimen. Das Vorkeimen von Paprika und Chilisamen ist ziemlich simpel und gibt uns Sicherheit bei der Aussaat. Wir brauchen einfach nur ein Schälchen und wir brauchen 2 Wattepads. Und natürlich brauchen wir unseren Chilisamen. Den habe ich hier. Wir geben jetzt hier so ein Wattepad in das Schälchen. Das wird schön nass gemacht, damit sich es mit Wasser vollsaugen kann. Und jetzt setzen wir hier drauf unsere Paprikasamen. So, man sät einfach ein paar mehr aus, wie man braucht, denn nicht jedes wird aufgehen. Jetzt kommt hier einfach noch so ein Wattepad drüber. Das machen wir wieder schön nass. Damit der Paprika nicht so schnell austrocknet und die Temperatur besser hält, geben wir einfach noch eine Schicht Frischhaltefolie drüber. Das wirkt gleichzeitig wie so ein kleines Mini-Gewächshaus. Paprika und Chili brauchen zum Keimen eine ziemlich hohe Temperatur von ca. 22 bis 25 Grad. Darunter passiert meistens gar nichts, die Samen keimen einfach nicht. In der Wohnung bei Zimmertemperatur schafft man diese Temperaturen fast nie. Deshalb stellt man das kleine Gefäß, in dem wir unsere Samen vorkeimen, am besten in die Nähe einer Heizung, wo die Temperaturen ein bisschen höher sind. Dann achtet man darauf, dass diese kleine Vorkeimschale nie austrocknet und ab und an kontrolliert man auf Schimmel. Bei so hohen Temperaturen bildet sich natürlich sehr leicht Schimmel. Wenn man einmal am Tag die Schale lüftet, also die Folie runternimmt, sollte allerdings nichts passieren. Nach ungefähr 5 bis 10 Tagen kann man hier mal einen Blick reinwerfen, ob die kleinen Samenkörner schon gekeimt sind. Ich habe vor ungefähr 10 Tagen diese Paprika ausgesät. Da gucken wir jetzt mal rein. Hier hat sich leider noch nichts getan. Die müssen noch eine Weile stehen bleiben. Ja, das ist bei Paprika halt so. Der braucht manchmal wirklich bis zu 14 Tage, bis zu 3 Wochen, je nachdem wie alt das Saatgut ist. Hier darf man nicht die Geduld verlieren. Der kommt jetzt wieder an die Heizung. Paprika kann man wunderbar in Anzuchtschalen sehen. Das ist zum Beispiel eine davon. Über solche Anzuchtschalen habe ich ein extra Video gemacht, verlinke ich dir mal hier oben. Diese Anzuchtschalen werden mit Erde gefüllt, dann säst du den Paprika rein, deckst das mit Erde ab und schon beginnt die Keimung. Finde ich aber nicht so toll, denn in Anzuchterde sind manchmal Pilze und Bakterien enthalten, die den kleinen Keimling den Garaus machen kann. Ich benutze viel lieber kleine Kokosquelltabletten. Diese kleinen Kokosquelltöpfe sind perfekt für die Anzucht von Paprika- und Chili-Pflanzen geeignet. Die sind fast steril, die enthalten also keine Bakterien und keine Pilze, die unseren kleinen Keimling nachher den Garaus machen, und die enthalten auch keine bzw. nur ganz wenig Nährstoffe. Alles, was so ein Samenkorn braucht zum Keimen, ist da im Körnchen schon enthalten. Hier können sich also sehr kräftige Wurzeln bilden in diesen Dingern und nachher pflanzen wir die kleinen Jungpflanzen einfach mitsamt dieses Kokosquelltöpfchens in größere Töpfe um. Diese kleinen Töpfe hier bestehen aus zusammengepressten Kokosschalen und um die zu aktivieren, muss man die jetzt erstmal in Wasser baden. Das dauert ein paar Minuten, man darf aber nicht unterschätzen, wie viel Wasser die aufnehmen. Zur Not muss man noch mal ein bisschen Wasser nachgießen. Schon nach kurzer Zeit haben die kleinen Kokosquelltöpfe ihre endgültige Größe erreicht. Ich packe die jetzt am liebsten in so ein kleines Mini-Gewächshaus, so eins zum Beispiel. Denn hier sind schon genau die passenden Vertiefungen für die kleinen Mini-Kokos-Quelltöpfe vorhanden. Hier in dem Mini-Gewächshaus herrscht ein perfektes Klima für die kleinen Paprikapflänzchen. Es ist schön warm, es ist schön feucht und wenn wir hier einen Deckel drüber machen, fühlen die sich besonders wohl. Ich habe noch einen Trick für die kleinen Paprikapflänzchen, denn du musst die ja beschriften, damit du nicht vergisst, was du wohin gesät hast. Ich schreibe mir hier auf die Ränder von dem Mini-Gewächshaus ein Koordinatensystem, hier zum Beispiel von A bis G und hier von 1 bis 4 und dann kann ich mir genau beschriften, welche Sorten wo stehen. Hier stehen zum Beispiel meine Paprika auf C3 bis E2. Super praktisch. Jetzt können wir auch schon aussehen.
Ich nehme mir dazu meine vorgekeimten Paprikapflanzen und schaue, welche bereits Wurzeln dran haben. Nur die sehe ich nämlich aus. Ich nehme mir mit so einem kleinen Holzstift den Paprikasamen und den lege ich jetzt hier in die Vertiefung in dem Kokosquelltöpfchen. Die Samenkörnchen werden jeweils ungefähr einen Zentimeter tief hier reingemacht und dann gebe ich einfach so ein bisschen von dem Kokosmaterial drüber, damit die Samenkörner bedeckt sind. Dann wird alles vorsichtig mit dem Finger angedrückt und schon sind wir eigentlich fertig. Um den kleinen Paprikapflänzchen ein noch besseres Klima zu verschaffen, deckt man das Gewächshaus ab. Und ich habe noch was Spezielles besorgt, nämlich eine kleine Heizmatte. Die wird hier unter das Gewächshaus geschoben und sorgt dafür, dass die Pflanzen es immer schön kuschelig warm untenrum haben. Man muss natürlich aufpassen, dass man hier nicht zu viel Hitze drauf gibt, aber diese Heizmatten, die gehen nur bis zu einer bestimmten Temperatur und die sorgen dafür, dass die Pflanzen gut wachsen. Wenn die Paprikas dann oben aus den Mini-Kokos-Quelltöpfen rausgucken, dann hört man auf mit dem Heizen, dann wachsen die Paprika einfach so weiter, ohne extra Hitze. Paprika sind zwar Dunkelkeimer, aber wenn die ersten Blätter da sind, brauchen die Paprika so viel Licht wie möglich. Also die hellste Stelle an deiner Fensterbank ist genau richtig oder du hilfst mit ein bisschen Kunstlicht nach. Ganz wichtig hier bei diesen Mini-Gewächshäusern ist das regelmäßige Lüften. Durch die hohe Temperatur und die ständige Feuchtigkeit hat Schimmel leichtes Spiel. Wenn man hier einmal am Tag den Deckel abmacht und für eine Stunde vielleicht lüftet, sorgt man dafür, dass alles gut trocken wird und Schimmel hat keine Chance. Weiterhin muss man natürlich darauf achten, dass das Ganze hier nie austrocknet. Wenn sich hier irgendwas trocken anfühlt, wird sofort nachgegossen. Sobald das kleine Paprikapflänzchen das zweite Paar Blätter bekommen hat oder sobald hier aus dem Kokosquelltöpfchen die ersten Wurzeln rauswachsen, ist Zeit zum Umtopfen. Dann werden nämlich die kleinen Pflänzchen mitsamt des Kokosquelltöpfchens in größere Töpfe gepflanzt mit guter Aussaat bzw. Jungpflanzenerde. Da sind dann auch schon Nährstoffe drin, die das Pflänzchen jetzt ganz dringend braucht, um weiter zu wachsen. Wenn man die Pflanzen umgepflanzt hat, ist ein heller Standort super wichtig. Man stellt die nicht mehr ganz so warm, aber so hell wie möglich. Die brauchen jetzt ganz viel Licht, sonst wachsen die in die Höhe und werden ganz stachsig und lang. Wir wollen aber kleine, kompakte Pflanzen haben. Das erreichen wir, indem wir die Temperatur reduzieren und die kleinen Paprikapflanzen so hell wie möglich stellen. Manchmal kann es passieren, dass sich an der kleinen Paprikapflanze, wenn die ungefähr dann so groß ist, schon eine Blüte bildet. Die knipsen wir einfach ab. Das ist die sogenannte Königsblüte. Wenn wir das machen, sorgen wir dafür, dass sich nachher noch mehr Blüten an der Paprika bilden. Während die Paprikapflanze noch hier im Kokosquelltöpfchen steht, brauchen wir nichts zu tun, braucht keinen Dünger. Wenn wir sie dann umgepflanzt haben in die Jungpflanzenerde, brauchen wir sie auch nicht düngen, denn diese Jungpflanzenerde ist bereits vorgedüngt. Wenn die dann so 3-4 Wochen im Töpfchen steht, kann man mal mit einer kleinen Portion Flüssigdünger nachdüngen, damit die Paprikapflanze richtig kräftig weiterwachsen kann. Kurz bevor unsere kleinen Paprika- und Chili-Pflänzchen ins Freiland wandern dürfen, das ist bei uns immer so um den 15. Mai, wenn die Eisheiligen vorbei sind, da müssen wir sie vorher an die Sonne gewöhnen. Das ist wirklich ganz wichtig und das vergessen ganz viele. Bei uns im Zimmer sind die Pflanzen nämlich nicht an UV-Licht gewöhnt, jedenfalls nicht in der Intensität, wie sie draußen in freier Natur vorkommt. Deshalb räumt man die Pflanzen jeden Tag für 1-2 Stunden schon mal raus, auf den Balkon oder vor die Haustür oder in den Garten und nimmt die danach wieder rein. Dann können die sich ganz langsam an das UV-Licht gewöhnen und verbrennen nachher nicht, wenn wir sie auspflanzen. Wenn man die Pflanzen nicht an das Sonnenlicht gewöhnt und einfach so auspflanzt, dann kann es passieren, dass die Blätter verbrennen. Das sieht man dann, dass die punktuell so weiß werden und absterben. Das wäre ja das Todesurteil für unsere Pflänzchen. Lieber gewöhnen wir sie vorher an das Sonnenlicht und sparen uns diesen Stress. Fazit: Paprika und Chili müssen in unseren Breiten etwa Mitte Februar ausgesät werden. Dabei ist zu beachten, dass Paprika und Chili echt eine extrem lange Zeit zum Keimen brauchen. Bis zu 3 Wochen kann das dauern. Dabei benötigen sie eine unglaublich hohe Keimtemperatur, um überhaupt zu keimen. Dabei hilft uns so ein Mini-Gewächshaus bestens. Wenn wir diese kleinen Kokosquelltöpfe aussehen, haben wir die besten Start- Bedingungen geschaffen für die kleinen Keimlinge und das Gewächshaus sorgt dafür, dass die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen stimmen. Eine kleine Heizmatte hier drunter gelegt sorgt dafür, dass die Temperatur immer perfekt ist. Nach 10 bis 14 Tagen kommen die ersten Keimblätter raus und dann ist Zeit zum Umpflanzen. Jetzt müssen die Pflanzen super hell stehen, damit sie nicht lang werden. So, jetzt weißt du, wie du deine kleinen Paprika- und Chili-Pflanzen am besten anziehst.
Wenn du alles nochmal nachlesen möchtest, schau doch mal auf meinen Blog www.parzelle94.de, denn dort gibt es einen eigenen Blogbeitrag darüber. Den verlinke ich dir gerne hier unten nochmal in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch am besten hier unten auf den Abonnieren-Button und lass mir gleich noch einen Daumen nach oben mit da. Dann verpasst du nie wieder ein Video von mir. Kennst du schon meinen Instagram-Account? Dort nehme ich dich regelmäßig mit in meinen Garten und versorge dich mit den allerneuesten Gartentricks und Gartentipps. Schau doch einfach mal rein. So, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit deinen Paprika- und Chili-Aussaaten. Bis bald mal wieder.